Herzlich willkommen, liebe Zuschauer, heute zu unserem Format Naturmedizin. Ich habe heute Dr. Heinz Lüscher bei mir und wir sprechen mal darüber, wie wir Medikamente ersetzen können. Im Idealfall durch natürliche Ergänzungsmittel oder auch Hilfsmittel aus der Natur, welche Erfolge er schon erzielt hat mit seinen Patienten und die Einsatzgebiete. Alles das besprechen wir jetzt. Bleiben Sie dran. Hallo lieber Heinz, hallo, schön, Corinna. Dass du da bist. Wieder einmal, gell? Ja, freue ich mich immer wieder. Du hast ja wirklich eine Praxis, wo du Menschen ganzheitlich betreust und im Idealfall wirklich ohne Chemie in die Selbstregulation, in die Heilung begleiten kannst. Das ist der Idealfall. Mhm. Aber wie du weißt, ist der Idealfall nicht immer häufig. Ja, wenn beides stimmt, Arzt, Patient und die Zusatzergänzung, sage ich jetzt mal, nicht nur, dass man wirklich sagt, okay, die meisten kommen ja mit einem Chemie-Cocktail. Also ja, ich habe Patienten, die kommen und bringen mir die Liste mit, was sie alles nehmen müssen. Aber die kommen nicht mit der Frage, was kann ich weglassen. Das gibt es schon auch, aber das ist sehr selten. Sie kommen und sagen, ich habe 4 Krankheiten, das muss ich nehmen, oder kann ich sonst noch was tun? Das ist die häufigere Frage. Mhm. Ich habe aber, also am liebsten habe ich die Patienten, die kommen und sagen, ich habe ein Herzproblem oder ich habe ein Magen-Darm-Problem. Was kann ich nehmen? Ich möchte nicht zum Hausarzt, ich möchte keine Medikamente. Mhm. Das habe ich natürlich am liebsten, weil dann kann ich von Anfang an mit biologischen Mitteln arbeiten, oder mit Vitalstoffen. Und die anderen Fälle eben, dass die Leute kommen mit einer langen Liste das ist für mich nicht einfach, weil wir haben ein Kollegialitätsprinzip. Also ich kann nicht einfach sagen, ja, schauen Sie mal diese 10, da streichen wir 7 durch. Das darf ich nicht, weil er geht zurück zu seinem Hausarzt. Mhm. Oder? Also was ich da mache, ich sage, schauen Sie, diese 3 oder 4 oder 5 könnte man weglassen, wenn Sie natürliche Produkte nehmen, aber Sie müssen das mit dem Hausarzt besprechen. Ich setze es nicht ab. Mhm. Na, das wäre wirklich völlig unkollegial. Und klar, die neuen Produkte oder die anderen muss man halt dann auch zahlen. Ich meine, die kriegt man in der Regel nicht auf Rezept. Nein, das ist so, oder? Die 10 teuren sind bezahlt, meine 3 günstigen sind nicht bezahlt. Ja. Ja, das ist so. Ja. Wenn wir jetzt gerade mal anfangen, klassische Medikamente. Wir haben diese ganzen rheumatischen Themen, das sind ja auch Medikamente, die wirklich heftige Nebenwirkungen haben. Ja. Also gerade auch bei Rheuma diese Geschichten, da habe ich schon auch einiges gehört. Ja, das ist so. Also normale rheumatische Schmerzen werden jetzt in der Regel mit diesen nicht-steroidalen Antirheumatika behandelt, oder Voltaren, Ibuprofen und so weiter. Die sind sehr schwer magenverträglich. Meistens bekommen die Menschen dann gleich noch einen Magenschoner dazu, diese PPIs, wie die heißen. Mhm. Und schon hat man 2 oder 3 Medikamente wegen einem Knieschmerz zum Beispiel. Oder? Das kann man von Anfang an natürlich angehen. Oder wenn jemand schon unter Medikamenten steht, dann gebe ich ihm die natürlichen Produkte dazu und die Medikamente langsam abbauen, erst wenn die Beschwerden gebessert haben. Aber dann, wenn er nicht mein Patient ist, oder? Die meisten Menschen kommen ja weit her zu uns für Beratung und haben aber ihre Ärzte zu Hause. Und da muss ich irgendwie die Zusammenarbeit suchen. Ich muss ja dann manchmal Berichte schreiben und ich versuche dann das zu benutzen, dem Hausarzt auch eine neue Erkenntnis zu zeigen. Ne? Schauen Sie, ich habe das und das empfohlen, versuchen Sie es doch auch mal. So hoffe ich auch ein bisschen noch in die Schulmedizin hineinzuwirken. Hast du das Gefühl, dass gibt's da ab und zu mal offene, die dann Ärzte, die Kollegen, die anrufen, sagen, ich hätte da schon Interesse. Es gibt offene Kollegen, ja, das gibt es schon. Das erzählen mir aber mehr die Patienten. Also, dass mich jemand anruft und mehr wissen will, das habe ich noch nie erlebt. Ja, unglaublich. Aber das hat nicht nur mit dem Willen zu tun. Weißt du, ich bin 11 Stunden am Arbeiten und der Hausarzt wahrscheinlich auch. Also wir haben gar keine Zeit für so etwas.
Ich denke, dass manche das gerne würde, aber einfach nicht dazu kommt. Ja, aber ja. Ja, weil gerade bei Rheuma ist dann eine Entzündung, liegt da definitiv eine chronische Entzündung vor. Was sind so deine Werkzeuge, die du dann alternativ anwendest? Entzündung ist immer dabei und dann muss man noch unterscheiden, was ist degenerativ und was ist nur entzündlich. Mhm. Oder? Eine Polyarthritis oder Rheumatoide Arthritis ist eine autoimmune Krankheit. Mhm. Die Schmerzen, die kann man behandeln mit Cannabis, CBD-Produkten. Dann muss ich aber vor allem natürlich die Entzündung eben hemmen. Ja? Da braucht es ein gestärktes Immunsystem. Das wird auch viel nicht oder oft nicht verstanden von den Hausärzten. Ich stärke das Immunsystem auch bei Autoimmunkrankheiten, wo man ja davon ausgeht, das Immunsystem ist krank. Mhm. Ja? Es ist eben nicht krank. Es ist verändert. Und man kann einen Teil des gesunden Immunsystems deutlich verbessern. Also da gebe ich Vitamin D, Omega-3 und Magnesium. Das sind die Schlüsselsubstanzen für das Immunsystem. Und dann braucht es aber noch mehrere dazu. Vitamin C, Ethylen, Zink und so weiter. Also dort dann irgend noch ein Polyprodukt dazu. So kann ich das Immunsystem stärken und die Entzündung behandeln. Es gibt entzündungshemmende Substanzen in der Natur. Da gehört OPC dazu, also diese Traubenkernextrakte. Da gehört Weihrauch dazu, Kurkuma gehört dazu, Reishi-Heilpilze gehören dazu. Das sind alles Rosenwurz. Da hat es noch viele, die haben entzündungshemmende Eigenschaften. Und wenn ich das mache, das Immunsystem stärken, die Entzündung bekämpfen mit solchen Naturstoffen, dann gehen die Schmerzen zurück und dann braucht es weniger Schmerzmittel. Ja, dann gibt es ja auch immer noch diesen klassischen Denkfehler, ja, der Patient, der chronisch autoimmun erkrankt ist, der kriegt jetzt natürlich seine Medikamente, die nimmt er natürlich brav über Monate hinweg, das ist völlig legitim und das weiß er auch, muss er sein Leben lang nehmen. Und wenn wir dann umschwenken auf die Naturmedizin, dann wird dann so eine Kur gemacht mit Omega-3 und Vitamin D, dann sind die Werte top und dann hören die auf. Ja. Aber was sagst du denn zu dem Phänomen? Oder kommt das bei dir auch vor? Ja, klar. Und dann denke ich mir, das andere müsst ihr doch auch ein Leben lang nehmen. Gib doch mal dem Körper. Es braucht sehr viel Gespräch und Aufklärung. Auch warum es sich lohnt oder warum man, sagen wir mal, eine Diät einhalten muss. Das ist für die Menschen furchtbar. Ne? Jetzt darf ich mein geliebtes Essen nicht mehr nehmen. Ne? Wenn man ihnen erklärt, was geschieht im Körper, das braucht halt 3 Minuten. Ne? Mhm. Aber da habe ich wirklich gute Erfahrungen, dass die Compliance heißt das, also die Bereitschaft der Menschen zu tun, was man ihnen rät, die wird deutlich besser, wenn ich mir die Zeit nehme, es genau zu erklären. Ne? Aber eben, in der 10-Minuten-Medizin hat man diese Zeit leider nicht. Ja, und halt wirklich dieses, warum wird dann so abrupt aufgehört? Ja. Das Ergebnis ist erreicht, so nach dem Motto, jetzt kann ich wieder... Corinna, es sind die Kosten, oder? Wenn ich so eine, was ich vorher aufgezählt habe, Immunsystem stärken, Entzündung hemmen, da sind wir bei 200 bis 300 € pro Monat oder Schweizer Franken. Und das für 6 Monate, das kostet da schon über 1000. Das ist für viele Leute eine Bürde. Und dann, so, jetzt haben mich ja Schmerzen weg, jetzt höre ich auf. Oder? Einfach, weil sie es nicht finanziell nicht mehr ertragen können. Dieses Problem, mit dem kämpfe ich auch jeden Tag. Und das ist schwer zu lösen. Aber du hast recht, wenn man weiterfahren würde, würde die Krankheit für immer wegbleiben. Aber man kann schon. Also es ist nicht so, dass man diese Behandlung jetzt 20 Jahre durchführen muss, wie eine Immunsuppression. Ja. Oder? Das muss man natürlich nicht in der Natur. Aber es wäre sinnvoll, vielleicht ein Jahr oder 2 Jahre. Man könnte auch dann dem Patienten mal eine Frage stellen, was wäre es Ihnen denn wert, den Preis zu zahlen, damit die Krankheit nicht wiederkommt. Ja. Weißt du, jetzt ist alles weg. Ja, die Schmerzen sind weg, die Einschränkungen sind weg. Ich bin wieder fit, ich schlafe durch ohne Schmerzen. Ja. Was ist dir das wert, dass es nicht nochmal zurückkommt? Ja. Und da kommen ja Beträge zusammen, wo man sagt, okay, ja. Ja, das ist eine gute Frage. Ja.
Aber weißt du, wir sind Menschen. Wenn das Problem weg ist, dann aus den Augen, aus dem Sinn. Ja. Hat man es vergessen, dann nehme ich doch keine, nehme ich doch nicht mehr 5 Tabletten jeden Morgen, wenn ich gar nicht mehr, nichts mehr Negatives spüre. Das ist der Mensch. Ja, ist ja auch ein Stück weit in Ordnung. Könnte ich mir vorstellen, dass man ein bisschen intuitiv guckt, was brauche ich gerade, was brauche ich nicht. Und dann aber auch so eine gute Selbstgefühl aufbaut, zu sagen, wenn es aber anfängt zu ziepen am Knie, dann weiß ich, gleich wieder einsteigt. Ja. Ja, und dann fängt man halt mit Omega-3 an oder mit Weihrauch oder was auch immer und nicht mit der Ibuprofen. Ja. Ja. Ja, diejenigen, die das kennen, die reagieren dann so. Mhm. Das ist ja auch mein Ziel. Ich möchte Tausende von Menschen ausbilden, ja, dass man nicht gleich immer zu Medikamenten greifen muss. Und gerade bei autoimmunen Erkrankungen, wo ja mit Immunsuppression gearbeitet wird, das sind extrem teure Medikamente. Da kostet eine Ampulle zum Teil über 2000 Euro. Oder? Man braucht alle 3 oder 4 Wochen eine, also unglaubliche Kosten. Aber das zahlt die Versicherung, das kümmert mich ja nicht. Oder? Mhm. Ja, aber mit schwerwiegenden Nebenwirkungen. Und wenn man die loswerden will, dann muss man halt in den sauren Apfel beißen und die Kosten selber tragen. Mhm. Ja. Nächste Medikamenten-Cocktail-Geschichte ist natürlich die ganze Blutdrucksenker. Mhm. Maschinerie. Ja. Da wird ja auch ein guter Umsatz gefahren. Ja, klar. Also wenn jemand über 50 ist und keine Blutdrucksenker nimmt, dann stimmt etwas nicht. Ja, weil uns auch eingetrichtert wird, wir müssen bei allen Menschen den Blutdruck auf 120, 80 runterdrücken. Das sehe ich überhaupt nicht so. Meiner ist so bei 150, 90 und das ist für mich völlig okay. Und es gibt Substanzen in der Natur, die den Blutdruck senken. Nicht sehr stark, muss man ehrlich sein. Also ein Blutdruckmedikament ist besser wirksam. Mhm. Also bei extrem hohen Drucken, 180 oder mehr, da muss ich ein Medikament geben, auch ich. Aber so bei 160, 170, da kann man eigentlich mit der Natur in die Region von normal kommen, von 140, 90, bei Leuten über 50. Und aber klar, wenn ich solche Sachen kombiniere, wie du auch schon mal im Interview gesagt hast, wird der Effekt trotzdem gut sichtbar, finde ich. So wenn du so Magnesium und die ganzen Geschichten. Ja, doch, eben. Also es ist nicht ein ohne. Einzelner Stoff hat nur eine geringe blutdrucksenkende Wirkung. Da reden wir vielleicht von 5 mm Hg. Ne? Und deswegen muss ich mehrere kombinieren, damit ich dann 20, 30 Millimeter Hg herunterkomme. Also was ich gebe bei Blutdruck ist Omega-3-Fettsäuren. Es gibt Vitamin D. Wir brauchen Magnesium. Mhm. Wir brauchen Arginin. Q10 kann helfen. Und OPC. Mhm. Also OPC, Traubenkernextrakt. Das ist das deutsche Wort, oder? Ja. Eigentlich OPC steht für Oligomere Proanthocyanidine, aber das hat es vor allem in Traubenkernen drin. Also das sind, diese Kombination von diesen 4, 5 Substanzen senkt den Blutdruck. Mhm. Also bei mir funktioniert es und bei vielen Patienten auch. Ja. Ja. Also ja, diese Wege, dann es gibt ja auch noch so einfache Basics, gell, gerade mit Flüssigkeit mal gucken, wie viel trinkt man eigentlich, was trinkt man überhaupt? Ja, solche klar. Geschichten sind ja auch noch klar, mal. Das gehört bei mir immer dazu, oder? Mhm. Eine kurze Anamnese über die Ernährung, über die Lebensumstände und so, das gehört dazu, zu einer guten Medizin. Mhm. Aber das alleine senkt den Blutdruck nicht. Gerade auch Thema Übersäuerung hatte ich auch mal von dir in einem Interview gehört, das spielt ja auch eine Rolle bei Bluthochdruck. Ja, schau, Übersäuerung ist die Ursache von fast allen Krankheiten. Mhm. Ja, wir sind übersäuert durch Fehlernährung. Ja. Einfach gesagt, tierische Eiweiße und Zucker übersäuern uns. Ja. Wir haben von beiden zu viel. Oder? Mhm. Wir essen zu viel Fleisch und Käse und Milchprodukte. Und die Pflanzen, die sind
also Gemüse und Früchte, die sind, werden Basis für Stoffwechsel. Es gibt Ausnahmen, viele Ausnahmen, aber das ist die grobe Richtung. Also wenn ich übersäuert bin, muss ich mehr pflanzenbasiert mich ernähren. Ja. Gut, aber das ist jetzt kein Medikamentenersatz, aber eine gesunde halt Ernährung dazu, ist natürlich die Basis. Mhm. Ja, das kann ich einfach nicht ändern, oder? Was wir hineinfuttern, das, damit muss der Körper umgehen. Und wenn das halt häufig giftig daherkommt, dann habe ich den, bezahle ich den Preis. Cholesterinsenker ist auch noch so ein Dauerbrenner. Wird auch wie Smarties rausgehauen. Kommt ja, nach L-Tyroxin, wobei L-Tyroxin ist gerade noch auf Platz 1. Nein, L-Tyroxin, wenn das nötig ist, ist es nötig. Das kann man nicht ersetzen. Mhm. Cholesterinsenker in dem Sinn, da gibt es eigentlich nur einen Stoff, das ist rote Reishefe, die den Cholesterinspiegel auch senkt. Mhm. Aber man muss eben gar nicht immer den Cholesterinspiegel senken. Mhm. Ne? Ich schaue dafür, dass dieses Cholesterin nicht anklebt in den Blutgefäßen. Das ist meine Therapie. Also ich lasse das Cholesterin hoch sein, weil es notwendig ist für die Hormonbildung und für eine gesunde Gehirnfunktion brauchen wir Cholesterin. Mhm. Und ich schaue dafür, dass ich mit mehreren Substanzen eben dieses Anhaften an den Blutgefäßen verhindern kann. Das, da brauche ich auch wieder Omega-3, OPC, Vitamin K2. Diese Dreierkombination, die schützt unser Gefäßsystem unglaublich und dann kann das Cholesterin so hoch sein, wie es will. Ich behandle es nur, wenn das oxidierte LDL sehr hoch ist, wird leider kaum gemessen. Nur das ist gefährlich. Oxidiertes LDL. Und wenn das hoch ist und zum Beispiel in einem Ultraschall die Halsschlagader Ablagerungen zeigt, dann gebe ich ein Statin. Nur dann. Mhm. Ja. Gut, also eben Cholesterin senken geht nicht gut, aber ich kann Cholesterin unschädlich machen. Mhm. Ja. Und noch etwas Wichtiges, wer Cholesterin senken nehmen muss, der sollte unbedingt Q10 dazu nehmen. Cholesterin senkt den Q10-Spiegel um etwa 50% ab. Okay. Und wenn ich zu wenig Q10 habe, dann bin ich müde, habe ein schlechtes Gehirn, also ein schlechtes Gedächtnis, unkonzentriert und ich habe Schmerzen in den Muskeln. Das sind alles Folgen von tiefem Q10-Spiegel. Und das Q10, wie nehme ich das in der Darreichungsform? Gibt es da unterschiedliche Qualitäten, oder? Es gibt vor allem unterschiedliche Dosierungen. Mhm. Also es gibt zwei Formen beim Q10. Das Ubiquinon mit N am Schluss oder das Ubiquinol mit L am Schluss. Das ist wie zwei Stoffwechselschritte weiter. Also es wird schneller verarbeitet. Aber die Dosierung, also so im Durchschnitt gebe ich 100 Milligramm im Tag. Die Kapseln, die meisten sind etwa 50. Dann sind es zwei, vielleicht drei Kapseln im Tag. Wenn es um Begleitung von Cholesterin geht, dann genügen zwei. Aber wenn echter Q10-Mangel besteht, dann braucht es mehr. Zum Beispiel bei Multiple Sklerose oder solchen Krankheiten braucht es 300-400 Milligramm Q10. Okay. Ja. Bei dem Thema Depressionen werden ja auch schnell diese Antidepressiva verschrieben. Gibt es da auch schon mal vorweg was, wenn jemand sagt, oh, ich sollte jetzt eigentlich Antidepressiva nehmen, aber ich will es eigentlich nicht? Ja, es ist eine Entscheidung auch. Schau, eine normale, in Anführungsstrichen, Depression dauert 2, 3, 4 Monate, dann geht sie vorbei. Das ist die häufigste Form einer Depression. Also warum soll ich jetzt ein Medikament einsetzen, das ich nachher fast nicht mehr absetzen kann? In dieser Phase, da kann man mit Johanniskraut arbeiten oder ich habe ein Produkt, das heißt Voluntastrol. Das ist auch eine Gruppe von sekundären Pflanzenstoffen, die mir diese Silent Inflammation im Gehirn etwas reduziert. Und das tut einfach dem Gehirn gut. Es wurde entwickelt um Gehirnschäden nach Hirnschlägen oder Unfällen zu verbessern. Und dann hat man das als Nebeneffekt gesehen, dass es auch die Depressionen verbessert.
Also wir haben Substanzen, eben dieses Voluntastrol, Johanniskraut, auch hier Omega-3, mhm. Vitamin D, das sind Hilfsstoffe, Q10 kann helfen. Ja. Es braucht wirklich nicht gleich ein Antidepressivum. Mhm. Die Chance, dass es den Menschen in 4 Monaten wieder besser geht, ist riesengroß. Aber wenn ich schon von Anfang an Antidepressiva gebe, dann nach 4 Monaten, ja, soll ich es jetzt absetzen oder nicht? Es geht besser, aber man setzt es nicht ab, man will dann sicher sein. Und nach 2-3 Jahren ist eine solche Gewöhnung da, dass man fast nicht mehr loskommt. Ich könnte mir auch vorstellen, ist es vielleicht so, wenn man eine Depression kriegt, zwingt es einen ja ein Stück weit in die Ruhe, vielleicht auch in die Innenschau, bisschen auch den Körper wirklich mal zu schonen. Und wenn ich jetzt einfach ein Antidepressiva nehme, funktioniere ich ja weiter in dem System, was dafür gesorgt hat, dass ich eine Depression kriege. Ja. Also ich gebe ja dem Körper eigentlich nochmal die nächste Keule, wo er wahrscheinlich auch gar keine Chance hat zu erkennen, wo. Ja, und ja, du sagst das Richtige. Wir haben doch im Leben gute und schlechte Zeiten. Ne? Hm. Völlig normal. Und nur wenn es mir mal schlecht geht, weil etwas Negatives passiert ist, sage ich, habe Job verloren oder jemand ist schwer krank, das drückt auf die Seele, logisch. Ja, aber das ist keine Depression. Und das stört mich, wenn die Patienten dem Hausarzt sagen, ja, es geht mir schlecht oder aus äußeren Umständen, ja, nehmen Sie mal ein Antidepressivum über diese Zeit. Warum? Ja, gerade bei, wenn früher ein familiärer Todesfall war, da durfte, sage ich mal, durfte die Witwe 1 Jahr lang trauern. Ja. Ja, da hat die 1 Jahr lang schwarz getragen. Und das war einfach, man hat diesen Raum auch den Menschen ermöglicht. Und jetzt ist sogar, glaube ich, schulmedizinisch schon, wenn du 4 Wochen aus der Trauer nicht draußen bist, dann hast du eine Depression. Ja. Also es wird einem da auch eigentlich bei einem gesunden Trauerprozess schon eine Diagnose reingekommen. Genau, da wehre ich mich dagegen. Das ist keine Depression, das ist eben Trauerarbeit, ist etwas ganz Wichtiges. Damit die Seele nachher wieder atmen kann, braucht es diese Arbeit. Es ist Arbeit im Herzen. Ne? Und das wird gestört durch solche Medikamente. Ja, weil es gehört ja auch ein Stück weit dazu, glaube ich, Emotionen zu fühlen. Die Traurigkeit oder Wut oder das, also dieses Fühlen ist ja sicherlich auch ein Schlüssel. Und wenn ich die Medikamente nehme, kann ich ja nicht mehr fühlen. Ich fühle mich ja gar nicht weniger, mehr. Weniger, ja. Die Gefühle sind etwas unterdrückt. Ja. Ja, völlig richtig. Eben, also ich gebe eigentlich keine Antidepressiva ab. Natürlich, wenn jemand wirklich oder ausgeschaltet ist, nicht mehr redet, alles, die Klinik muss, da habe ich nichts dagegen. Dort sind sie indiziert, selbstverständlich. Mhm. Aber in der Praxis draußen werden sie wirklich, wie du sagst, wie Smarties verteilt. Und das ist nicht gut. Mhm. Da gibt es andere Lösungen. Ja, super spannend. Ja, das ist immer das Schöne, wenn eben Gäste kommen wie du, das ist einfach. Überall gibt es so einen neuen Lernwert, gell, oder was einen dann wirklich nochmal hinterfragen und für sich auch so ein paar neue Lösungen auch rauszufinden. Ja. Gibt es noch, wenn jetzt jemand sagt, oh, ich möchte einfach mal mich da nochmal tiefer informieren oder vielleicht auch mit dir Kontakt aufnehmen? Ja, also mich anrufen kann man nicht. Dafür habe ich eine Wand von meinem Praxisassistentin. Schön. Nein, weil ich möchte da sein für den Patienten, der bei mir ist. Da kann ich nicht 3-mal ans Telefon in der Zwischenzeit. Okay. Ja. Aber man kann sich anmelden für eine Konsultation. Wir sind ja mehrere Ärzte bei uns im Weiss Medicine Zentrum in Winterthur und müssen ja nicht alle zu mir. Meine Kollegen arbeiten im gleichen Sinn und Geist und die sind, man bekommt das Gleiche, ob man zu mir kommt oder zu einem anderen. Ich bin einfach das Gesicht für Weiss Medicine, weil ich der leitende Arzt bin da, aber eben. Wir sind dankbar, wenn Patienten kommen, klar. Und man kann, was bei uns anders ist, wir sind ja nicht Hausärzte, sondern wir sind ein spezialisiertes Zentrum eben für Vitalstoffmedizin. Also unser Zentrum heißt Integrative Swiss Integrative Clinic. Und wir haben auch ausländische Patienten.
Und das ist unser Angebot, dass wir auf möglichst natürliche biologische Weise den Menschen helfen, ihre Krankheiten zu überwinden. In einer Sendung hattest du auch mal gesagt, dass ihr euch auch freut, wenn junge Ärzte oder Ärzte generell sagen, sie möchten sich neu aufstellen. Ja, willkommen junge Ärzte. Was haben die da für Möglichkeiten? Also sie müssen fertig ausgebildet sein. Wir sind keine Ausbildungsklinik, ja. Das ist wichtig. Mhm. Sie müssen ihren Abschluss haben und in der Lage sein, eine eigene Praxis zu führen. Bei uns kann man selbstständig eine Praxis führen oder man kann sich anstellen lassen von Weiss Medicine. Ist beides möglich. Aber jetzt gerade für ausländische Ärzte ist der Zugang in die Schweiz sehr begrenzt. Also die Schweiz verlangt, dass jemand schon 3 Jahre in der Schweiz ausgebildet war, bevor in der Schweiz praktizieren darf. Also das sind eigentlich die Türen zu, oder, für die meisten. Ja. Aber wir möchten auch gerne ein Weiss Medicine Zentrum in Deutschland aufbauen. Also wenn sich mehrere Ärzte finden, wir brauchen 3 Ärzte, die miteinander so etwas aufbauen, dann nehmt Kontakt auf mit mir und wir besprechen das. Schön. Egal wo. Ja. Weil mir persönlich und auch meinen Kollegen, es brennt uns unter den Fingernägeln, diese natürliche Medizin zu fördern. Ja. Ja, super. Dann viel Erfolg dabei. Schön, dass du das Ganze mal auch hier immer wieder vielleicht kannst wieder du noch Medizin studieren, dann nehmen wir Habe ich witzigerweise versucht und weißt du, warum ich nicht zugelassen wurde zum Medizinstudium? Weil ich schon Ernährungswissenschaften studiert hatte. Ah. Und dann dachte ich, ja, das macht ja Sinn, weil das will man ja nicht so gern, ein Arzt, der sich mit Ernährung auskennt. Genau, ja, da warst du schon suspekt. Ja, das war schon sehr, ja. Wobei, ich bin sehr glücklich hier, von daher. Ich habe trotzdem das Wissen, was ich haben wollte, bekomme ich hier von so tollen Gästen wie dir. Also von daher ist alles gut. Okay. Ja, danke dir und bis bald. Ja. Ja, liebe Zuschauer, ich hoffe, Sie konnten auch wieder einiges mitnehmen. Vor allen Dingen, wenn es um die Reduktion von chemischen Medikamenten geht und das Gute aus der Natur nutzen. Und ja, wünsche Ihnen eine gute Zeit, viel Erfolg dabei und bis bald. Tschüss.